Einen schönen guten Tag, ich bin SolarChuck99 und ich zeige euch Transformers Devastation. Und dann mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe, in der, ich glaube, dritten Kapitel oder so. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Oh ja, dann würde ich mal loslegen. So. Oh. Okay. What's the plan, Optimus? For the time being, the cyberforming has slowed. But Megatron will undoubtedly go after the plasma core to start it again. And it sprung a leak before it ejected. Even if Megatron never gets it, we still have to shut it down. We should scan for Deceptor creep activity. That plasma core eject button wasn't targeted. Megatron's gonna need someone to go pick it up. Split up and find a Decepticon. Okay. Jetzt soll ich ein Decepticon finden. Einen ganz speziellen. Okay, die Stadt sieht jetzt auch nicht mehr so toll aus. Naja. Ja, ich spiele das eh das Ganze mit Optimus Prime halt. Aber ich denke mal, das ist so stimmig halt alles. Ah, das ist eine Kiste. Perfekt. So. Echt, und dass die Rätsel immer noch so gleich geblieben sind, hätte ich nicht gedacht. So, perfekt. Und schon wieder eine Kiste geholt. Ja. So. So, dann mal schauen. Okay, ah, durchs Loch. Okay, dann gehe ich mal durchs Loch. Zack. So, ein paar Minen halt. So. Okay, ja. Nee, dann muss ich da durch. Ah, mal aufheben. Bisschen Information. So. Oh, Progstar Nummer 4. Progstar Logbuch Eintrag 00001101218. Kranix. Die Crew wurde ebenso wie Nova Prime infiziert. Sie haben unsere Mission den Rücken gekehrt. Nun bin ich noch übrig. Sie wissen, dass ich Ihnen kein Cyberforming an weiteren bewohnten Planeten mehr erlauben werde. Selbst wenn ich das Schiff dafür opfern muss. Aber es gibt noch eine Chance. Das Shuttle, es kann mich nicht zurück nach Cybertron bringen. Aber vielleicht zu einem von den geformten Planeten. Vielleicht kann ich meine restlichen Tage im Frieden leben. Ich habe so viel Schreckliches gesehen. Die zerstörerische Kraft unseres Schiffes und des Planeten, auf dem wir gelandet sind. Nix ist seither wie früher. Ich habe das Schiff so programmiert, dass es nach der nächsten Aktivierung des Ferrotraxes abstürzt. Vielleicht kann ich ja entkommen. Aha. Anscheinend, ist hier noch weitaus viel Schlimmeres passiert mit der Proudstar. Interessant. So, was... Okay. Ah, komm mal her. So. Die Klaue schon mal weg.
Stampfattacke. Oh, eine Kiste wieder. Okay. So. Ah. Okay, da will ich nur einfach nur durchrennen. Okay, die Klaue ist für mich nichts. Eher so uninteressant. Eher die Flieger. Hm? Oh, was? Eingefroren, okay. Meine Güte, ne, seid nicht so schnell. So. Okay, dann kommt mal her. So, und da oben schwebt halt eine... Zack. Decepticon-Spionage-Operation ausgeschaltet. Perfekt. So, kann ich hier noch was machen? Nö. So, dann hau ich noch den Arm noch kaputt. Na, oh, komm mal her. Ja. So. Ah, den Arm da. Ja, komm, den mach ich doch noch kaputt. Ah, komme ich nicht mehr rauf. Naja, egal. So. Ah, okay, ja. Da muss ich wieder durchfahren. In the sky. Okay, Thundercracker. Was sucht der hier? Ah, da gehe ich gleich mal hin. Hier mal ein bisschen mal gucken halt. Also sonst war hier nichts. Ah, da ist doch das Thundercracker. Komm mal her. das... Ah, komm her.
Ah, jetzt haut er wieder ab. Oh, was habe ich da? Das habe ich ja komplett übersehen. Okay, mal eben kurz aufheben. Proadstar 5. Okay. Proadstar Logbuch Eintrag 00001102 von Kranix. Wir sind auf einen Planeten gekommen, der einen Cyberförmig kaum wert ist. Es kostet zu viel Energie, den ganzen Schlamm und die Felsen und das Wasser zu einem Planeten zu machen, auf den Cybertrojaner leben können. Doch schlimmer noch ist, dass es dort Leben gibt. Pflanzen und intelligentes, wenn auch nicht mechanisches Leben. Das ist keine Optikweide sicher. Doch, das bedeutet noch lange nicht, dass man es einfach zerstören darf. Wenn Nova Prime und die anderen die Cyberforming-Protokolle der Proadstar starten, sorge ich dafür, dass wir in die Planetenoberfläche krachen. Das wird allerdings nur funktionieren, wenn meine versteckten Befehle im Betriebssystem von Teletron Alpha nicht findet. Er ist als einziger klug genug dafür, aber hoffentlich ist es dann schon zu spät. Und ich bin in einen Shuttle. Ich habe mich für eine Rückkehr nach Litone entschieden. Es sollte dort bereits gut aussehen, wenn ich ankomme. Und es war meine Erinnerung nach der letzte Planet, auf dem wir uns alle noch stolz und glücklich gefühlt haben. Das Gefühl könnte ich jetzt auch gebrauchen. Oh nein, die Cyberformic-Protokolle sind aktiviert. Ich muss zum Schiff. Es ist meine einzige Chance. Aha. So, da hat der gute Tranix, Kranix hier, es geschafft hier, sag mal schnell. Oh, einen Moment, Lisa. Entschuldigung, Lisa. Naja, hat es doch geschafft, hier die Proadstar zu sabotieren. Wo ist sie jetzt? Ach, da ist der Thundercracker. Ah, komm mal her. Ah. Hat ein bisschen lange gedauert. Today is a good day to join our cause, Thundercracker. My loyalty only goes so far. Tampering with plasma energy? That's madness. Wow, that took like no convincing at all. No wonder they call you Thundercracker. Very funny, Pipsqueak. No one should have that thing. You want to get it? That's fine. So long as you promise to get rid of it. I think we can handle that. It's on the island. Megatron sent Blitzwing after it. You're closer, so you might be able to beat him there. I know the island. Only way onto it is across Liberty Bridge. Sounds like fun. So, dann ab auf die Insel mit mir. Oh, warum ist da grün? Ich gehe erstmal zum grünen Punkt. So. Ah, okay. So, dann einmal kurz mal die Arche betreten. Perfekt. Ah, ne. Ach, Nebenmission war das. Ha. Zerstört die Kinetikbarriere. Oh, wie... Das ist ja aber cool. Hat so ein bisschen was von den alten GTA-Teilen. Da bin ich ganz ehrlich.
Okay, okay. Ah, komm. Ah. So. Ah, der letzte müsste ich hier noch da sein. Und dann mache ich mir jetzt ganz einfach. Zack. Okay, alles geschafft. So, und neue Waffen. Perfekt. Und ich dachte, das wäre die Arche, aber nein. Da habe ich mich vertan. Naja, dann rauf mit mir. Dann hier rauf. Ah, okay. So, mal die Kiste aufgehauen und hier rauf. Einmal hier, dann einmal hier rüber springen. Ist hier noch was? Ne, ich glaube, hier gibt es gar nichts. Ja, und einmal die Kiste aufschlagen. Perfekt. Hier noch was Schönes. Ja, ich habe noch ein bisschen so einen leichten Erkundungsdrang halt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Was ist das da oben? So, ein Geheimobjekt erhalten. Neues Generation-Artwork für die Galerie freigeschaltet. Okay. So. Okay, du willst noch was? So, das waren die hier. So, aufgebrochen. So. Ein paar neue Waffen und... Da habe ich noch eine Nebenaufgabe gefunden. Perfekt, die werde ich mal als erstes mal machen. Bevor es da weitergeht. So, wenn es überhaupt. Ach, hier oben. Komme ich hier überhaupt rauf? Nein, hier komme ich nicht rauf. Ah.
muss ich da mir was einfallen lassen. Naja. Macht nichts. Dann geht's hier weiter. Oi. So. Sonst? Ne, hier ist sonst gar nichts. Gut. Hinkriegen. So, okay, einmal kurz eine Arche, die Arche betreten, für Waffen verbessern. Was haben wir da? Einfaches Scharfschützengewehr, okay. Blitzstreuschuss. Okay, Fusionskanone, Mod. Okay. Hört sich schon mal interessant an. Flammenwerfer, okay. Kryohammer. Brandblaster. Kryohammer. Doppelfrostschwert, Thermal-Doppelblaster, Brandgranatwerfer, Kryo-Doppelblaster, Kryo-Doppelschwert, Abrissbirne. Okay. Granatwerfer, Frostrakete, Blitzhammer. So, das habe ich jetzt alles hier bekommen. Okay. Hört sich ja auch wieder alles interessant an. So. Einmal kurz Synthese. Mal schauen. Was haben wir da alles? Könnte ich auch eigentlich hier mal, glaube einen Bohrer oder so wechseln? War auch eigentlich nicht schlecht, der Devastator-Bohrer. Jetzt muss ich erstmal schauen. Ich denn alles so? Ich habe so viel Sachen wieder bekommen. Fange ich mal wieder an hier. Das weiß ich. Das habe ich nichts davon nichts bekommen. Blitzhammer. Davon müsste ich was bekommen haben. Ja, hab sogar noch einen Blitzhammer bekommen. Das ist doch schon mal. Mal schauen, habe ich noch einen Blitzhammer da? Was ich aber nicht denke. Nein, habe ich nicht. Dann, Moment, Kampfschneider, Blitzhammer, Kryohammer. Davon habe ich einige bekommen. Ach, da haben wir doch Kryohammer. Und dann noch ein Kryohammer. Oh, okay. Fokusdauer erhöht die Fokusdauer auf Stufe 4. Schnellere Beschleunigung im Fahrzeugmodus, irgendwie uninteressant. Overdrive erhöht sich um 2% mehr pro Angriff. Nö, das hört sich doch schon mal gut an.
So, dann noch den. Habe ich noch einen Kryohammer noch da? Jawohl. Nicht so eine hohe Stufe, aber das macht nichts. So. Dann mal schauen. Kryohammer. Doppelstahlschwert. Ach doch, Doppelstahlschwert. So. So. Doppelter Malschwert, Tamalhammer, Stahlschwert, Kryoschwert, Doppelkryoschwert, Stahlhandschuhe. Hab ich da nicht welche nicht da? Ne, ich hab Blitzhandschuhe. Kampfschneider. Na? Doppelkühlschwert. Nö, das war's erstmal hiermit. Dann die Fernkampfwaffen. So. Dann mal schauen. Thermalblaster doppelt. Hab ich da nicht sowas? Nicht da? Ich habe so viele Sachen da. Einfach mal markieren, mal Thermalblaster. Mal schauen, vielleicht finde ich da was. TV Thermal. Thermal Doppelblaster, genau. Bringt erstmal nichts, aber egal. So, dann haben wir einen Blitzstreuschuss. Ja, vielleicht habe ich da ein Blitz-MG. Blitzstreuschuss, genau. Der wird auch noch verbessert. Da bringt auch erstmal nichts, außer nur Verbesserungspunkte, so Froststreuschuss. So. Blitz-MG. Ich habe Froststreuschuss. Frostraketen. Nein. Gut, dann einfaches Scharfschützengewehr. Ich weiß, Schockgranatwerfer weiß ich jetzt nicht. Ob ich da was da habe. Jetzt habe ich das einfache Scharfschützengewehr. Ach doch, einfach Scharfschützengewehr. Waffenabwurf. Erhöht Waffenabwurfhäufigkeit um 8%. Fokusdauer. Nö, das ist okay. Also, Brandblaster. Da habe ich, glaube ich, einige gefunden. Brandraketen, kleiner Blaster. Brandblaster, genau. So, einmal. Die Netzsynthese rein und dann. Da ist noch einer. Ah, sogar. Stufenaufstieg, perfekt. So, einfacher Doppelblaster. Achso, der Brandblaster ist oben. Einfacher Doppelblaster. Habe ich nicht da was da? Ich glaube, da habe ich nichts da. Nein. Thermalstreuschuss.
auch nicht. Frostraketen. Ich glaube, das ist auch nichts dabei. Doch, Frostraketen. Ha. Ah, die Schussrate verbessert sich dadurch. Ah, okay. So, Kryo-Doppelblaster. Ah. Da ist doch ein Kryo-Doppelblaster. So, dann Brandraketen. Ah, langsam lichtet sich hier das Feld. Ah, ne, ist ein Granatwerfer. Okay. Dann haben wir einfache Raketen. Mal schauen. Auch nix. Dann haben wir ein einfaches MG. Ich glaube, da war auch nichts dabei. Nein. Blitz-MG auch nicht, aber einfacher Blaster. Da war auf jeden Fall einiges dabei. So. Ah, okay. Ja, Grimlock. Hier seine ausgestattet. Okay, muss ich die von Grimlock gleich umwechseln. Haben wir jetzt am besten. So. So. Einfach nur den etwas besseren den hier nehmen. Mehr nicht so. Wie Grimlock sich ärgert. Das sieht doch einfach schön. Ich mag die Dinobots. So. Waffensynthese. So, dann haben wir. Die kleinen Blaster habe ich auch noch übersehen. Noch. Ja, haben wir erstmal die kleinen Blaster. Noch einen kleinen Blaster hier oben? Nein. Okay. Haben wir hier den einfachen Blaster? So. Einfaches MG. Einfach. Kleiner Blaster war nichts, Bumblebee Blaster auch nicht. Einfacher Streuschuss, Brandgranatwerfer. War hier noch was? Doch. Bringt nichts, aber macht nichts. Und einmal einfacher Frostblaster, den Flammenwerfer. Ah, der verbessert sich auf Stufe 3, das ist schon mal schön. So, einfacher Blaster, Kryostreuschuss, Fusionskanone. So, dann noch den Granatwerfer. So, das war's auch. So, dann mal schauen. Was gebe ich jetzt auch? Ja, okay, Nahkampfwaffe. Mal schauen. Okay. Blitzangriff, physisch und Feld. Oh, ist der Hammer. Glauben.
Angriffskraft, okay, physischer Angriff, Kryo-Angriff. Ah, das ist jetzt eine Sache, was nehme ich jetzt mit halt? Glaube ich, nehme mal den Hammer, den Kryo-Hammer nehme ich mal mit. So. Kann ich noch was an Objekten kaufen, genau. Find mir echt noch was an Moveset. Drehangriff, Stoß. Sturmkombo, okay. Ah, glaube ich, spare erstmal. Das kann ich. Achso, Objekte und Tech verkaufen, ne? Okay. Ne, passt schon. So, dann weiter geht's. So, das war dann ein bisschen Organisation. Hat auch ein bisschen länger gedauert. So. Okay, Bodentruppe, schwere Waffe. Ah, oh, verdammt. So, was haben wir da? So. Aber ich habe was Interessantes gesehen. Hm? Auto Repair Kit, okay. So, Decepticon Flagge entfernt, okay. Neues Charakter Artwork freigeschaltet. Und da hinten genauso. Soweit. Ah, und noch so. Ah, näher ran. So, komm mal her. Ungefähr hier. Gut. Ah, ich will jetzt da unbedingt nicht rauf. So, habe ich da? Ich habe noch einen Granatwerfer. Ich brauche jetzt unbedingt Munition und ja, okay. Sollte reichen. Ja, es hat immer einen unterschiedlichen Winkel. Fliegt zu langsam. Ach ja. Nein. Nicht reparieren, sondern Energiepack brauche ich. So, nochmal. Ja.
Ach, verdammt. They're setting up defenses around the island. Why not just move the plasma core? Probably trying to patch that leak before they move it. That's what I do. I think I might have a plan. We passed red energon back a ways. That stuff goes boom. Teletran 1, scan for red energon. Scanning. There are two caches nearby. Warning. Decepticon activity detected. Maintaining visual surveillance. Okay, durchbrich die, na toll, jetzt kann ich die Decepticon-Drohne nicht mehr erwischen. Habe ich wieder diese coole Draufsicht. Hm? Ah, was haben wir da? Hallo, Kanu-Barrieren. Log-Eintrag, okay. Log-Eintrag, genau. Log-Info. Dann machen wir das ganz einfach. Kanu-Barrieren. Woher kommen diese Mauern? Als Folge des Cyberforming sind in der Stadt mehrere technologische Barrieren aufgetaucht, die den Decepticons-Barrieren aus der Stadt Kanu ziemlich ähnlich sehen. Es gibt sie in bewaffneten und unbewaffneten Form. Unbewaffnete Kanu-Barrieren müssen nur lange genug angegriffen werden. Bei bewaffneten Kanu-Barrieren ist Vorsicht und konzentriertes Vorgehen erforderlich, um unbeschadet an ihnen vorbeizukommen. Okay, das sind halt diese Mauern. So. Aber es ist schon ziemlich cool gemacht hat, so der Stilwechsel. So. Got it. Heading back to the bridge. Further analysis suggests that this energon has regenerative properties. After exploding, it will regenerate for multiple uses. So. So, dann schnell mal den roten Engel-Token-Würfel wegbringen. So, noch ein A-Rank noch geholt, perfekt. So. So, einmal hier runterspringen.
So, den nächsten weggefahren. Ah, komm her. Ich fahre auch noch um. So. Okay, den ersten. Ah, komm her. Okay, ja, da haben wir es doch schwerfällig. Glaub, vielleicht bleibe ich doch bei den Fäusten oder so. So, zack. So. Ah, Starscream. I've long waited for the day I could fight you all myself. Prove my worth to Megatron. You're not really going to try to stop me on this, Starscream. Schnell mal so ein, was nehmen, haben wir da? So ein großes? Nein, ich nehme lieber so ein kleines. Ey, Bombenangriff, das geht ja mal gar nicht. Ah, zu früh. Komm her. Ah, schnell mal so ein kleines Reparaturkit nehmen und dann weiter geht's. Auch nicht jeder, nicht? Ein LKW hier zerstört einen Jet. So. Schwebt da noch die Drohne? Ja! Ah, glaubt, so ein MG wäre wahrscheinlich wesentlich hilfreicher. Ich denke mal, so ein MG ist praktischer halt. Da in der Nähe ist ja auch die. Den Reservepunkt.
So, was habe ich noch bekommen? Blitzhandschuh. Hyperblitzhammer. Starscreams Nullstrahler. Brandscharfschützengewehr. Okay. Wer kann. Bis auf Grimlock können alle die benutzen. Das ist interessant. So. Ich wollte nur kurz mal die Ausrüstung wechseln. Warte mal, Synthese, da. Ne, da war ja sonst eh nichts dabei. Nee, da war nichts dabei. So, ja, ich wollte nur kurz nur die Ausrüstung wechseln. Der Hammer, ich sag mal so, an sich nicht schlecht, aber der ist mir doch zu schwerfällig. Nehme ich doch Kryoschneider. Klar, der Vorteil daran ist halt, ich hau ziemlich zügig. Blitzhandschuhe. Stimmt, ich habe hier noch die Blitzhandschuhe. Ja, die nehme ich mal mit mal. Und ja, hier würde ich mal irgend so ein Schnellfeuerblaster oder so mitnehmen halt. Irgendwas, wo ich mit schnell abfeuern kann. Ja, was haben wir da? Maximal. Ah, jetzt ist so ein einfaches MG ist schon vergeben. Ah, ich nehme so ein Blitz-MG. So. Stimmt, ich habe nur noch ein paar Blitzhandschuhe noch bekommen irgendwo. So. Nahkampf. Blitzhandschuhe. So, und weiter geht's. So. Kann nicht wahr sein, dass ich diese Spionagedrohne nicht treffe. Unter dieser Spionagedrohne. Die Reichweite kann ich immer noch nicht so gut nicht abschätzen. Naja, ich hole mir nochmal neue Munition und dann. Ja, ich könnte noch das Scharfschützengewehr mitnehmen, ja. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, ich versuche es nochmal mit Scharfschützengewehr, aber. Wenn es nicht geht, dann. Mach ich einfach normal weiter. So. Einmal Waffen. Ausrüstung umändern. Fernkampf. Ich hab da irgendwo so ein Scharfschützengewehr, ja.
So. Und weiter geht's. Okay. So, dann geht doch. Schlimm. Jetzt hole ich wieder meine Schrotflinte. Und dann geht's nochmal weiter. So, Waffen und zack. Wo ist mein interessant, Blitzangriff, Frostangriff, was nehme ich jetzt hier für eine Schrotflinte? Nehme ich Frost oder Blitz? Ah, ich nehme Blitz. Ja, wie viel habe ich denn überhaupt? Ja, komm, einmal kann man das machen. Normales. Okay. Energie, Auto, Erholung. Plus 1%. Okay. Lohnt sich hier was? Nö, eher nicht wirklich so. Naja, weiter geht's. So. Get ready for me. So. Ah, da habe ich was verpasst. Lass du überhaupt gehen hier. Macht der gute Blitzwing. Ah, schießt da die Brücke kaputt, okay. So kann man auch schaffen. Ah, hoppala. Ah, verdammt.
Okay, das ist so richtig miserabel. Diesmal so. Aber die Passagen sind cool gemacht, also wirklich so Abwechslung pur. Also. Oh, noch ein B noch rausgeholt, okay. Okay, Blitzwing. Ah, zack. Zack. Ja, Blitzwing ist halt so ein Dreifachverwandler halt. Da kann sich ein Panzer und ein Düsenjäger sich verwandeln. Okay. Oh, ich nehme mal für die Zauber so ein Reparaturkit. Ein kleines. Schmeißt er seine Eisbomben auf mich? Ah, da hat er meinen Fahrzeugangriff abgeblockt. Ah, komm her. Zack. Ah, komm her. Schnell ein Erste-Hilfe-Set nehmen. Ah, oh, ich habe nur einen. Okay, ja. Alles. So, komm mal her. Ah,
Zack. So. Wheeljack, find a way to get that thing off the planet. I don't want it on Earth any longer than necessary. Hey, Starscream taking the core wasn't a part of any of my ideas. That coward! Okay, nun hat Starscream den Kern. Interessant. So. Nie gescheitert. Okay, ich habe eine Mission verpasst? Echt? Naja, egal. So, Kapitel abgeschlossen. Wunderbar. So, was haben wir da? Waffenanalyse. Starscream 0 Strahler. Oh, noch ein zweiter. So, neuer Herausforderungsmodus. Da kann ich ja kurz nochmal die Waffe hier noch mal verbessern. Dass ich davon jetzt zwei habe, hört sich schon mal richtig gut an. Okay. Ach, da haben wir doch. Okay. Den mit dem verbessern. Ah, bringt leider nichts. Finde ich schade. Naja. Dann würde ich mal den Stream hier mal langsam beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.